China, nichts wie raus. Westliche Techniker, Ingenieure in China, also Fachkräfte, sie haben bei einer Unterhaltung, wenn sie sich treffen, immer noch ein Thema. Sie fragen sich, wie lange bleibst du noch? Sie sind stark verunsichert. Die Zahl der Fachkräfte soll sich nach der Pandemie aus China halbiert haben. Die Null-Covid-Strategie, die ständige Überwachung Lockdowns und die Abschottung des Landes haben die Qualität des Lebens in China sinken lassen. Minderheiten werden verfolgt. Die Unterdrückung der Menschen in Hongkong, die ständige Drohung gegenüber Taiwan haben das Ansehen Chinas in der Welt immer mehr zerstört. Wenn wir versuchen, mit dem Virus zu leben, demonstriert China null Toleranz. Wenn Sie nach China einreisen, dann müssen Sie 7 Tage in eine Hotelisolation und anschließend 4 Tage in eine häusliche Isolation. Viele kündigen Verträge, um das Land viel früher zu verlassen. Es wird für Betriebsleiter in China immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen und zu halten. Und wo immer mehr raus wollen, wollen ja immer weniger wieder rein. Wollen auch keine mehr rein. In dieser Situation passt überhaupt nicht das geldgierige und unmoralische Verhalten von Sixt, dem Autovermieter. Der Autovermieter Sixt kaufte 100.000 Elektroautos bei einem chinesischen Hersteller. Die Firmen in China bekommen sehr, sehr hohe staatliche Zuschüsse. Deshalb können sie ihre Autos bei uns so billig wie möglich verkaufen. Das ist ein unfairer Wettbewerb. Der Firma Sixt interessiert weder Menschenrechte, Umwelt noch fairer Wettbewerb, Hauptsache billig. Ich nenne es einen Angriff auf die deutsche Autoindustrie. Wir müssen unsere Abhängigkeit von China Schritt für Schritt lösen. Meine Frage an Sie: Müssen Sie unbedingt ein Elektroauto von Sixt kaufen? Sicher haben Sie eine Alternative. Zitat des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping: Wir werden unser Regierungssystem global einleiten, denn wir werden der Nabel der Welt. Das heißt, Ihre Ideologie soll in der ganzen Welt verbreitet werden. Sie wollen eine neue Weltordnung auf Kosten Europas und der USA. Aber dafür muss die Welt gleichgeschaltet werden, ohne Opposition. Denn wenn es den Chinesen gelingt, den Plan umzusetzen, dann werden sie den Lauf der Welt bestimmen. Sie haben ja bis 2049 Zeit. Denn dann feiert China sein 100-jähriges Bestehen. China baut in einem großen Tempo die Seidenstraße immer weiter aus, über Asien nach Europa. Das Ziel ist, damit ihre Waren so schnell wie möglich den Westen erreichen. Es ist ein langfristiger Plan von 30 Jahren und nicht wie bei uns, wir planen oft bis zur nächsten Bundestagswahl. Sicher haben Sie vor Monaten von den großen Unruhen in Sri Lanka gehört. Das Land ist praktisch pleite. Es verliert für 99 Jahre ihren Hafen an China, weil es die Kredite an China nicht mehr zurückzahlen kann. China kann seine Weltmacht, seine Wirtschaftsmacht nutzen, um Kritik an ihrem Land zu unterbinden und zu neutralisieren. Das Ziel ist die Einführung des chinesischen Modells. Ich meine den kommunistischen Kapitalismus. Afrika ist zu 75% schon in chinesischer Hand. In Djibouti befindet sich der erste Militärflughafen Chinas außerhalb von China. Europa
besonders Deutschland, waren im Ursprung eine christliche Nation. Und heute, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Welche Ziele haben China und der politische Islam gemeinsam? Meine drei Vorträge geben die Antwort. Ich meine selbstverständlich nicht unsere chinesischen Mitbürger. Sie haben in ihren Restaurants die gleichen Probleme wie wir. Sie werden in den USA während der Pandemie wurden sie angegriffen. Ich denke, so dumm sind wir nicht. Mit Politik haben sie nichts zu tun. Sie sind dafür nicht verantwortlich. Denn und morgen esse ich, liebe chinesisches Essen, ich esse morgen in einem chinesischen Restaurant Ente knusprig und die Wontonsuppe. Es war für mich ein Bedürfnis, Sie über dieses Thema zu informieren. Denn China, seit ich 8 Tage in China zur Fortbildung war, ist China mein Hobby. Also bleiben Sie trotz allem zuversichtlich, auch in schwierigen Zeiten. Bis zu meinem nächsten Vortrag mit dem Thema Krisen geben Kraft für das Leben. Bis dann. Schönen Dank.